Es geht um ein Armband, auf dem man auf einem Musikfestival ein Guthaben laden konnte. Mit diesem Guthaben konnte man dann auf dem Festivalgelände für Essen und Getränke bezahlen. Der Veranstalter erhob allerdings eine Gebühr für die Rückerstattung des nicht verbrauchten Guthabens in Höhe von 2,50 Euro. Der Bundesverband Verbraucherzentrale hielt diese Gebühr für unzulässig und klagte. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, eine solche Rückzahlungsgebühr ist tatsächlich rechtswidrig. Dennoch unterlagen die Verbraucherschützer vor Gericht, denn sie hatten mit ihrer Klage eigentlich erreichen wollen, dass allen Nutzenden des Armbands die Gebühr zurückerstattet wird. Dieser Anspruch steht einer Verbraucherzentrale allerdings nicht zu. Hören Sie nun das Urteil des ersten Zivilsenats am Bundesgerichtshof. Es spricht der Vorsitzende Thomas Koch. So, guten Morgen. Ich öffne die Sitzung des ersten Zivilsenats. Wir beginnen die Sitzung mit der Verkündung einer Entscheidung in der Sache 1 ZR 168 aus 23, Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen. Da ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Rostock, 2. Zivilsenat, vom 15. November 2023 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen. Nehmen Sie Platz. Mit dem soeben verkündeten Urteil haben wir entschieden, dass ein Verbraucherverband mit dem wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch nicht die Rückzahlung zu Unrecht einbehaltener Geldbeträge an die betroffenen Verbraucher verlangen kann. Geht im folgenden Fall. Der Kläger ist der Dachverband Deutscher Verbraucherzentralen. Der Beklagte veranstaltete ein Festival. Und zur Bezahlung auf dem Festivalgelände konnten die Besucher ein Armband erwerben und mit Geldbeträgen aufladen. Der Beklagte bot eine Rückerstattung nicht verbrauchter Geldbeträge an und hat dazu in seinen Nutzungsbedingungen folgende Bedingungen gemacht. Bei der Auszahlung des rechtlichen Guthabens nach dem Festival durch das Eventportal wird eine Rückerstattungsgebühr von 2,50 Euro fällig. Der Kläger hält die Erhebung einer solchen Gebühr für unlauter und nimmt den Beklagten insbesondere auf Rückzahlung der einbehaltenen Beträge an die betroffenen Verbraucher in Anspruch. Damit hatte er in den Vorinstanzen keinen Erfolg und auch die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Es ist also bei der Klageabweisung geblieben. Ein solcher Anspruch auf Rückzahlung der Beträge, ein solcher Beseitigungsanspruch, lässt sich nicht aus § 1 des Unterlassungsklagegesetzes herleiten. § 1 des Unterlassungsklagegesetzes begründet nur einen Anspruch auf Unterlassung und nicht auf Beseitigung. Und hier geht es ja nicht um ein Verbot der Verwendung dieser Klausel, sondern darum, dass die aufgrund der Klausel einbehaltenen Geldbeträge zurückgezahlt werden sollen, also dass die Beseitigung der Folgen dieser Verwendung der Klausel verlangt wird. Und ein solcher Beseitigungsanspruch ist im Unterlassungsklagegesetz nicht vorgesehen. Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, im UWG, da gibt es einen solchen Beseitigungsanspruch grundsätzlich im § 8 des UWG, aber diese Vorschrift ist in unserem Fall nicht anwendbar. Dabei ist es allerdings so, dass die Klausel unwirksam ist und auch wettbewerbswidrig ist. Die Nutzungsbedingungen der Beklagten, das sind allgemeine Geschäftsbedingungen und die darin enthaltene Klausel über die Erhebung einer Payout-Fee von 2,50 Euro bei Auszahlung, die ist unwirksam, weil sie die Vertragspartner des Verwenders unangemessen benachteiligt, weil mit dieser Rückerstattung nicht verbrauchter Geldbeträge erbringt der Beklagte keine eigene vergütungsfähige Leistung, sondern erfüllt nur seine ohnehin bestehenden vertraglichen Pflichten. Das Bundesgericht hat auch angenommen, dass diese Klausel wettbewerbswidrig ist, weil sie geeignet ist, die Verbraucherinteressen spürbar zu beeinträchtigen. Die Verbraucher können dazu veranlasst werden, Rückzahlungsansprüche gegenüber der Beklagten nicht geltend zu machen im Hinblick auf diese Klausel. Das Berufungsgericht hat aber zu Recht angenommen, dass eine Rückzahlung nach dem Wettbewerbsrecht nicht verlangt werden kann, weil dieser Beseitigungsanspruch hier nicht anwendbar ist.
weil dagegen die Systematik des kollektiven Rechtsschutzes nach dem geltenden Recht steht. Denn das UWG sieht für solche Fälle besondere Vorschriften vor, mit besonderen Voraussetzungen und besonderen Rechtsfolgen, die in unserem Fall nicht vorliegen. Und diese Voraussetzungen dürfen mit dem allgemeinen Beseitigungsanspruch nicht unterlaufen werden. Diese besonderen Vorschriften sind folgende. Der Gesetzgeber hat im Gesetz einen Gewinnabschöpfungsanspruch vorgesehen. Der greift allerdings nur ein bei einem Verschulden und ermöglicht auch nur die Abschöpfung eines zu Unrecht erlangten Gewinns zugunsten des Bundeshaushalts und nicht eine Auszahlung an die betroffenen Verbraucher. Dann gibt es im UWG noch einen Anspruch der Verbraucher auf Schadensersatz. Auch der Anspruch ist von einem Verschulden abhängig und er kann nicht von Verbraucherverbänden, wie hier geltend gemacht werden, sondern nur von den betroffenen Verbrauchern. Der passt also auch nicht. Und dann gibt es noch seit dem Jahr 2023 eine Abhilfeklage, die eingeführt worden ist durch das Gesetz, durch das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz, mit der qualifizierte Verbraucherverbände gegen Unternehmer gerichtete Ansprüche von Verbrauchern auf Leistung geltend machen können. Also ein solcher Anspruch käme grundsätzlich in Frage. Aber das ist, wie gesagt, eine neue gesetzliche Regelung, die es zur Zeit der Erhebung der vorliegenden Klage noch nicht gab. Und es ist also deshalb hier auch keine Abhilfeklage erhoben worden. Man sieht aber an diesen besonderen gesetzlichen Regelungen, dass der Gesetzgeber eben besondere Voraussetzungen, besondere Rechtsfolgen für solche Fälle vorgesehen hat. Und die sollen nicht dadurch unterlaufen werden, dass dann ein Unternehmer Zurückzahlung der von ihm zulasten einer Vielzahl von Verbrauchern einbehaltenen Geldbeträge an die betroffenen Verbraucher verpflichtet werden kann. So viel zur Begründung unserer Entscheidung. Wir unterbrechen die Sitzung jetzt kurz und verkünden dann anschließend die nächsten drei Entscheidungen. Es ist eine Pressemitteilung hier, die verteilt wird und wir kommen dann gleich wieder.